Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen bei Kapitel 8.5 Winkel zwischen Vektoren, Skalarprodukt. Wir haben hier schon mal zwei Vektoren eingezeichnet, A und B, hier durch Pfeile symbolisiert. Herr Tan, zeichnen Sie doch mal den Winkel zwischen die Vektoren. Ah, da könnten wir nur sagen, gut, das hier wäre ein Winkel zwischen den Vektoren. Ja, aber es ist doch nicht der einzige, es gibt noch einen anderen Winkel. Das stimmt, es gibt noch einen und zwar den, der sozusagen der kleinere von den beiden ist. Ich mache den hier mal grün. Ja, ist auch schon gut, dass er grün ist. Denn wir nehmen auch immer den. Wenn vom Winkel zwischen Vektoren die Rede ist, meinen wir immer den kleineren von beiden. Wir haben ihn hier Alpha genannt. Ja, wie berechnen wir ihn? Gut, zum Berechnen davon gibt es eine allgemeine Formel. Die seht ihr jetzt. Ihr seht auch hier an der Formel, dass wir den Winkel nicht direkt ausrechnen, sondern dass wir über den Kosinus von dem Winkel gehen. Den berechnen wir und danach müssen wir noch umrechnen. Und auf der rechten Seite, Herr Tan, was ist da? Ja, da haben wir einfach im Zähler oben von diesem Bruch haben wir das Skalarprodukt von A und B. Und unten haben wir das Produkt der Beträge von A und B. Und was das Ganze bedeutet und wie das mit dem Kosinus zusammenhängt und wie wir daraus in den Winkel kriegen, das schauen wir uns am besten in einem Beispiel an. Wir haben die beiden Vektoren A und B. Und wir haben den Kosinus Alpha schon mal hingeschrieben hier oben. Und jetzt seid ihr dran. Einfach mal den Teil hier ausrechnen, den Zähler ausrechnen und den Nenner ausrechnen. Und dann schauen wir uns an, wie wir damit weiterarbeiten. Und zwar in 3, 2, 1. So, wir haben es hier ausgerechnet, den Kosinus Alpha. Ich denke, ihr habt es gut selber hinbekommen. Im Zähler steht minus 11 und im Nenner steht Wurzel 14 mal Wurzel 25 und Wurzel 25 ist 5. Gut, wir wollten aber Alpha rausfinden. Jetzt haben wir Kosinus Alpha, jetzt müssen wir den Schritt machen zu Alpha. Und dann kann man die Umkehrfunktion des Kosinus nutzen. Das nennt man Kosinus hoch minus 1. Kennt ihr vielleicht auch schon aus der 9. oder 10. Klasse, steht Alpha als Kosinus hoch minus 1 von eben minus 11 durch Wurzel 14 mal 5, Klammer zu. Und das können wir natürlich nicht von Hand ausrechnen. Da gibt es im Endeffekt Tabellenlisten, wo man nachgucken müsste. Der Taschenrechner hat die alle gespeichert. Und da tun wir sie jetzt nachschlagen. Wir gehen ins One-Menü. Genau. So. Und jetzt müssen wir an was denken, bevor wir anfangen, gell? Ja, und zwar dieses ewige Problem am GTR. In welcher Form rechnet man mit Winkeln, nämlich im Gradmaß, also 20, 30, 40 Grad, oder im Bogenmaß, das wäre das mit 1/2 Pi, 1/4 Pi und so weiter. Und da schauen wir jetzt mal nach, ob diese Einstellung passt. Und zwar, wenn ihr im Run-Menü seid, über Shift und dort beim Menü steht Setup. Und jetzt schauen wir mal ganz nach unten, wo Angle steht. Und da sehen wir jetzt schon, mein GTR hier ist gerade auf Radiant, also aufs Bogenmaß eingestellt. Wir stellen um auf Degree und dann mit F1 ist das alles richtig und er rechnet mit 30, 40, 50 Grad und so weiter. Über Exit, zurück ins Menü. Naja, und jetzt müssen wir einfach das, was hier steht, im GTR eingeben. Nicht den normalen Kosinus, der über die Taste hier, sondern Shift und das Ganze. Dann haben wir den Kosinus hoch minus 1. Und dann geben wir einfach ein, was dort steht. Minus 11. Wenn man hier drauf drückt, kommt direkt ein Bruch auf dieser Taste. So. Und dann haben wir die Wurzel von 14... aus der Wurzel rausgehen, einmal nach rechts drücken, mal 5. Nochmal nach rechts, Klammer zu. Stopp, bevor ihr jetzt auf Enter tippt. Ihr seht, dass das Minus bei ihm ist vor dem Bruch gerutscht. Eigentlich ist es ja bei uns im Zähler. Ob man es im Zähler oben schreibt oder vor dem Bruch, ist übrigens egal. Man könnte ja das als minus 1 aus dem Zähler auch nach vorne ziehen. Das heißt, es ist so auch richtig, wundert euch da nicht. Gut. Dann kommt raus 126,013 und so weiter. Wir runden das Ganze auf zwei Nachkommastellen und haben damit unser Ergebnis. Auf 126 Grad, 126,01 Grad. Genau, bei der 3 runden wir ab. Ist der gesuchte Winkel Alpha. Und damit sind wir erstmal fertig. Wir notieren uns also folgenden Satz. Für den Winkel Alpha zwischen den Vektoren A und B gilt: Der Kosinus von Alpha ist Skalarprodukt aus A mal B geteilt durch Betrag von A mal Betrag von B. Dabei gilt, Alpha ist zwischen 0 und 180 Grad. Wir erinnern uns, mit dieser Formel berechnen wir immer den kleineren Winkel von den zwei. Gut, für die Einschränkung haben wir auch schon die beiden Sonderfälle angegeben. Wenn der Winkel 0 Grad ist, sehen wir unten, wären die Pfeile zu den Vektoren einfach in dieselbe Richtung oder man kann auch sagen parallel. Und wenn der Winkel zwischen den Vektoren 180 Grad ist, dann würden die Pfeile, die zu den Vektoren gehören, einfach in genau entgegengesetzte Richtung zeigen. Ja, jetzt frage ich mich nur, was ist denn für den Fall, dass ein Winkel größer ist als 180 Grad?
Naja, wir haben ja vorhin gesehen, es gibt nur die zwei Winkel. Der eine ist immer größer als 180 Grad, der andere kleiner. Und genau den suchen wir ja, den kleiner ist. Der kleiner ist als 180 Grad. Stimmt, und der einzige Fall, wo beide gleich groß sind, das war bei 180 Grad und das haben wir als Sonderfall schon genannt. Okay, gut. Jetzt haben wir vorhin, als wir den Cosinus ausgerechnet haben, den Taschenrechner benutzt, den GTR. Das ist in dem Fall absolut in Ordnung, weil die Werte eh zu kompliziert sind. Es gibt aber ein paar Zusammenhänge zwischen Cosinus und entsprechenden Winkeln, die man sich eigentlich mal merken sollte, weil die einem sehr hilfreich sein können und die wollen wir euch jetzt noch zeigen. So, in der Tabelle ist Alpha eingetragen in 0 Grad, 30 Grad, 45 Grad, 60 Grad, 90 Grad und Sinus Alpha und Cosinus Alpha. Es ist zwar gerade nur vom Cosinus die Rede, aber wir schreiben den Sinus mit dazu. Den kennt man einen, kennt man auch den anderen. Also merken wir uns gleich das Ganze. Und die Werte hier, die sollten wir eigentlich können. Ein paar können wir herleiten, und zwar dadurch, dass wir immer, das solltet ihr auch können, diese Skizze zeichnen könnt. Für den Sinus und für den Cosinus. Und wenn wir die mal haben, dann können wir ganz einfach ein paar Sinuswerte kriegen. Welche denn, Dateien? Ja, das ist zum einen bei 0 Grad, sehen wir unten ist auch der Sinus bei 0. Und bei 90 Grad sehen wir, ist der Sinus oben bei 1. Den Cosinus gilt das genauso. Ich sage es Dateien, bitte. andersrum. Bei 0 ist der Cosinus oben bei 1. Und bei 90 Grad ist er unten bei 0. Richtig. Ihr seht also, diese vier Werte könnt ihr immer herleiten. Und die anderen Werte dazwischen braucht man manchmal ab und zu. Die muss man sich dann auswendig merken. Und zwar 1/2, 1/2 mal Wurzel 2, 1/2 mal Wurzel 3. Und hier ist es genau andersrum. Halb mal Wurzel 3, 1/2 mal Wurzel 2 und 1/2. Puh, wie soll man sich die jetzt alle merken? Herr Theiner hat eine einfache Regel. Ich erläutere es am Beispiel der Kosinusreihe. Ihr müsst euch eigentlich nur merken, dass die Kosinusreihe mit 1 beginnt und mit 0 endet. So. Und dann müssen wir wissen, dass eigentlich jeder Eintrag nichts anderes als das Produkt aus 1/2 mit einer Wurzel ist. Ganz links, 1 ist 1/2 mal Wurzel 4. Weil Wurzel 4 wäre 2, 1/2 mal 2 wäre 1. Okay. Der nächste Eintrag ist 1/2 mal Wurzel 3, 1/2 mal Wurzel 2, 1/2 mal Wurzel 1. Wurzel 1 lassen wir wieder weg. Und 1/2 mal Wurzel 0 ist logischerweise 0. Also, wir merken uns die 1 und die 0. Und dann merken wir uns einfach 1/2 mal und dann beginnen mit Wurzel 4, 3, 2, 1, 0. Das kann man sich merken. Sinusreihe wäre dann genau andersrum. Wenn ihr andere Eselsbrücken habt, okay, aber das wäre was, wie ich mir es gemerkt habe und seit vielen, vielen Jahren so in meinem Kopf drin habe. So, einen Beweis für den Satz machen wir an dieser Stelle nicht. Ihr findet den Beweis sehr ausführlich auf Seite 293 in unserem Buch. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wir können auch im Unterricht noch darauf eingehen. Wir werden aber in den jetzt kommenden Aufgaben rechnerisch zeigen, dass es für Fälle, wo wir sicher wissen, was der Winkel zwischen zwei Vektoren ist, es mit dieser Formel auch zum richtigen Ergebnis kommt. So, eine Aufgabe. Berechne den Winkel Alpha zwischen den Vektoren a und b. Zwei Stück, a mit den zwei Vektoren, b mit den zwei Vektoren. Berechne einfach den Winkel mal. Ich denke, das kriegt ihr hin. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, bei der ersten Aufgabe kommt raus, Cosinus Alpha ist 0. Und dann erinnern wir uns wieder an die Tabelle von der Regel. Und zwar, wenn Cosinus Alpha 0 ist, dann ist Alpha einfach gleich 90 Grad. Also ihr seht, das sind einfach solche Fälle. Wenn ihr sowas merkt in der Aufgabe, dann kann man sich sparen, das jetzt mühevoll in den GTR einzugeben, sondern in dem Fall, das weiß man einfach. Okay, und wie ist es bei der B? Gut, hier ist es so, da kommt raus, Cosinus von Alpha ist minus 28 durch Wurzel 14 mal Wurzel 56. Das geben wir in den GTR ein, wieder dran denken, es muss Cosinus hoch minus 1 sein, damit wir Alpha bekommen. Und dann liefert der GTR als Ergebnis 180 Grad. Das können wir hier genauso notieren. Alpha ist 180 Grad. Gut, ich meine, das waren jetzt ja nur zwei Anwendungen unserer Formel. Die Formel ist neu, wir können jetzt gar nicht wissen, ist es richtig? Klar, das kommt raus, wenn man die Formel anwendet, aber ob das wirklich die Winkel zwischen den Vektoren sind, das wissen wir jetzt noch nicht sicher, können wir uns aber überlegen. Ja, wir haben nämlich hier zum Beispiel beim ersten Beispiel ein Beispiel ausgewählt, das könntet ihr auch schon früher berechnen, weil hier seht ihr vielleicht, das Skalarprodukt aus den zwei Vektoren ist 0. Also 3 mal minus 2 ist minus 6, minus 1 und minus 6 ist 6. Also minus 6 plus 6 gibt 0, das ist ja auch dann 0. Und wenn das Skalarprodukt 0 ist, wisst ihr, der Winkel zwischen den Vektoren ist 90 Grad. Gut, also in diesem Fall hat die Formel tatsächlich das Richtige gesagt. Schauen wir es uns drüben an.
da müssen wir auch die beiden Vektoren ein bisschen genauer ansehen, und zwar hier oben. 3 minus 1 minus 2. Wenn man diesen Vektor mal minus 2 machen würde, 3 mal minus 2 minus 6, minus 2 minus 1 sind 2 und minus 2 mal minus 2 sind 4. Sehen wir, dass b einfach nur ein Vielfaches von a ist. Und dadurch, dass es ein negatives Vielfaches ist, heißt es, die beiden Vektoren sind genau entgegengesetzt. Und wenn die Vektoren der eine so, der andere so entgegengesetzt sind, haben wir gerade einen Winkel von 180 Grad. Hier sagt die Formel also auch das Richtige. Das heißt, wir haben jetzt mit zwei Fällen zumindest ein bisschen gezeigt, dass die Formel für diese zwei Fälle stimmt. Stimmt auch generell für alle anderen. Und mit weiteren Aufgaben, die wir im Unterricht dann machen, verabschieden wir uns. Tschüss, macht's gut. Ciao.